Kannst du dir vorstellen, zwischen Skorpionen, Schlangen und Taranteln zu leben? Nein, eigentlich nicht. Nein, ich auch nicht. Mit Katja und Sam und ihr fand die nicht möchte. Immer bei der Jaffkin waren wir den 11. Februar auf der Kirchbirsch eine Exposition über verschiedene Reptilien filmen. Was hältst du so von den Tieren? Also ich fand es ganz interessant, weil sonst gesagt ich das ja nicht wirklich. Gehst du doch selber aus den Tieren ausschaffen für daheim? Also meine Mama will das schon nicht, mit meinem Kollegen heute auch. Hast du da gar kein Problem damit, dass sie so Sachen daheim hat? Nee, also ich fand das ganz interessant. Und wie gefällt dir heute? Gut. Wie was? Wegen der Schlange. Vom Responsablen von dieser Ausstellung wollte man wissen, was die Idee dahinter ist. Das Besondere zu zeigen, gerade über Reptilien, wie diese spezielle Haltung, die Pflege, dieser Fulltime-Job über Reptilien ist, das wollen wir unseren Besuchern vermitteln. Weil man kann nicht einfach ein Reptilien kaufen und kann es einfach nach Hause nehmen und kann es halten. Das ist nicht so leicht. Und das zeigen wir damit, deswegen verkaufen wir auch keine Tiere an Privatpersonen. Das ist nicht so gut geeignet. Also wer Reptilien hat, muss schon Erfahrung mitbringen. Ich habe schon mehrere besondere Highlighten, gerade die Hydra, das ist schon was Spezielles mit ihren zwei Köpfen. Dann zählt natürlich unser grüner Leguan dazu, der Tom und Jerry mit den zwei Köpfen, die Riesenschildkröten, also das sind schon viele Highlights. Der Baby-Alligator, den habe ich letztes Jahr von Amerika bekommen, das sind schon besondere Tiere, sind das. Gibt schon Highlights, auch Vogelspinnengroße habe ich schon viele Highlights. Was hältst du von den Tieren? Mario, ich habe selber eine gute Party daheim. Ja, umfang schönes Positives natürlich. Wie gefällt dir dann den Event heute? Am Anfang hatte ich ziemlich Angst, dass es ein bisschen viel zugeht. Also Wanderzirkus in dieser Richtung. Ich muss so in dieser sitzen, wirklich nicht allzu schlecht. Das ist aber noch nicht extrem flott abgebaut, das ist lieblos gestaltet. Das heißt, die Tiere haben nicht gut, sie haben alles, was sie brauchen. Wir haben eben nicht mehr. Das ist noch nicht das Problem, kleine Biotope noch zu bauen, wie es am Anfang soll sein an der Terroristik. Weil das Ziel von der Terroristik ist, ein Biotop nur zu stellen mit den Tieren. Das haben sie natürlich noch nicht gemacht. Das Problem ist, wenn ihr sich eine Maus kauft, kauft ihr sich Käfig, geht die Maus dran und es geht das Futter dabei. Bei Schlangen, Spannen, am Allgemeinen Terroristik-Tieren ist das leider nicht so einfach. Das ist ganz wichtig, sich für darum zu informieren, Bücher zu lesen und alles. Weil sie mit den Temperaturen, Feuchtigkeit, das eben ein Biotop, den muss nur gestaltet gehen. Weil die meisten Reptilien ja auch nicht an unserer Gegend leben. Wir haben zwar natürlich auch verschiedene Freschenarten und so, oder Ringelnatteren. Das haben wir natürlich auch bei uns in der Gegend. Mir ist das aber wichtig, weil die eben an den südlichen Ländern leben, dass wir eine südliche Temperatur machen und Luftfähigkeit dann eben alles nur ahmen. Der Chef hat über 100 Tieren daheim. Zwischen seinen Spannen und seinen Chamäleonen hat er noch nach Schlangen. Wir haben ihn gefragt, wie das alles angefangen hat. Wir haben angefangen mit Chefsleisch mit Schlangen. Das waren dann Natteren, die Fisch gefressen haben. Ich habe die Fasziate an verschiedenen Tamnophis-Arten. Dann kommen da Kornnatteren bei, die haben natürlich Mais gefressen. Und dann sind die Chefsleisch auf die Kinexpedition gekommen. Durch dazwischen habe ich auch ganz viele Echse gehalten, das heißt von normalen, gewöhnlichen Pogona Viticeps, also Bartagamen, auf Leopardgeckuen und verschiedene Chamäleonarten, die ich auch selber gezeichnet habe. Zum Beispiel Jemen-Chamäleon, Panther-Chamäleon, dann natürlich auch andere, mehr seltene Tiere, die mir klein bleiben. Das sind zum Beispiel Stummel, Schwanz-Chamäleonen. Und so ist es dann weitergegangen. Und lo zeichne ich hauptsächlich Kinexpythonen, wo ich mich auf den verschiedenen Farbmorphen spezialisieren. Die verirren sich da verschieden, natürlich kann ich am Voraus rausrechnen, wer den will zeichnen. Und ja, das ist im Moment der Boom in Europa. Was fasziniert dich so an den Tieren? Was genau, ich meine, kann ich so an den selber zu Tieren halt. Es hat natürlich angefangen damit, für was ich mich Raglies sind, dass hauptsächlich die Tiere verpönt waren. Das ist schon an der Entstehungsgeschichte von Adam und Eva. Da war die Schlange, die, ich weiß nicht, wie von den zwei verfeuert wird, dass sie den Apfel essen. Und
mehr dadurch aus dem Paradies gehalten gehen. Die erste Frau, die Gestalt kriegt von den Schlangen, halt, sie sind giftig. Das ist natürlich nicht der Fall, die meisten Schlangen sind harmlos. Und ja, sie denken nicht, sie sind mehr proper wie andere deren. Und kann ich sie gut halten, einfach gut halten. Das ist heute noch so lange Philodrias Baroni, Weibchen. Das ist so, es sind Giftschlangen, aber trug noch drin. Das heißt, so ein Gift sind Hannen. Und das Gift ist also nicht für die Dauer zu machen, sondern für es besser zu verdauen. Es soll sich aber bewusst bleiben, dass es eine Art ist, die einst so hektisch kann sein. Und wie das aber Gift am Spiel ist, habe ich aber lieber immer ein Händchen und eine kleine Gruppe dabei. Was sind dann deine Zukunftspläne? In nächster Zeit sollen hier eventuell zwei Varanen anziehen, hier im Terrarium, wo es für drauf steht. Das sind ziemlich selten Tiere, die recht 2001 für die Tischkei gezielt kaufen, was aber aus sich wirklich nicht lange her ist. Und sie gehen im Moment ganz viel an Zuhe gehalten. Das heißt, da sind verschiedene Zuhe, die Tiere austauschen, für verschiedene Blitze kriegen und so. Und ja, da gucken ich eventuell da ein schönes Pärchen zu finden, wo ich kann. Für weitere Informationen könnt ihr den Jeff Schreiner über sein Internetseite reptilien.lu kontaktieren.